Bitte, ist das Film oder Foto? Film. Nein, mich brauchst du nicht aufnehmen. Das musst du nur schicken. Aber Christian, Hans, ich meine das so. Schon das Wort haben dem Geist abgeben, möchte ich gerne mit euch in der Kapelle beginnen. Und gerne bitten, in die Kapelle mitzukommen. Probier's einmal. Warte, ich muss mich schon schauen. Warte. So. Super. Eines für mich bitte. Selber haben. Selbstverständlich. Ja, es lohnt sich. Bitte. Grüß Gott. Als Mitarbeiter des Bildungshauses Groß-Wusburg 17. Zwei Stände! Ja, oder noch mehr? Ja, thank you.
Und jetzt ist doch. Ich werde jetzt zusammenschließen. Ja, sehe ich da nichts. Mit ihm und mit allen Bekannten fühlen wir uns sehr verbunden. Präsent hier
hier am Ort, aber für die Region da. Ich möchte fast sagen, wir alle dich haben in den letzten 10 Jahren persönlich besucht und Sie besuchen uns immer wieder. Wir sind zu Ihnen gegangen, zu Fuß beim Weinfelder Pilgerweg, Glaubensweg, und ich freue mich, dass Sie immer wieder auch zu uns kommen. Ich freue mich, dass so viele Vertreter der Politik bei uns da sind, allen voran. Eine besondere Freude, eng mit unserem Haus verbunden. Herzlich willkommen, unser Bildungslandesrat für Erwachsenenbildung und Büchereiwesen, Magister Karl Wilhelm. Heiße ich herzlich willkommen, Abgeordneter Ingenieur Manfred Schulz und die ehemalige Landtagsabgeordnete, auch mit unserem Haus sehr verbunden, Marianne Lehmbacher. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass es endlich gelungen ist, dass Sie, Frau Bezirkshauptmann, hier bei uns sind. Herzlich willkommen, unsere Bezirkshauptmann, Frau Bezirkshauptmann Dr. Waldrop Kuller-Deutsch. Scheut haben. Das ist eine besondere Wertschätzung. Wir empfinden es so, dass der Vorsitzende, der hohe Vorsitzende der AG-Bildungshäuser, der Direktor des Bildungshauses Schloss Krastowitz aus Klagenfurt, bitte. Ich glaube, wir haben heute die weiteste Anreise in Schwerin-Rudolf-Land und sonst gekommen. Kolleginnen und Kollegen aus der AG Bildungshäuser, aus dem Forum Katholischer Erwachsenenbildung, aus den verschiedenen Erwachsenenbildungsverbänden, erlauben Sie mir nun persönlich, weil sie auch so eine weite Anreise gehabt hat, aus Wales zu uns gekommen ist, die Geschäftsführerin der AG Bildungshäuser, Gabi Filzmoser, persönlich herzlich willkommen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ohne diese Kolleginnen konnten wir vieles nicht schaffen. Sie unterstützen uns immer aus der Ferne. Wenn Not am Mann, an der Frau ist, ein Anruf genügt, die Kolleginnen unterstützen uns. Nicht minder unterstützen uns natürlich die Erwachsenenbildung der Erzdiözese Wien. Ich freue mich, dass der Vorsitzende des Forums Katholischen Erwachsenenbildung, einer unserer beiden Geschäftsführer, derzeit auch Vorsitzender der KEBÖ, der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs, heute da ist, Magister Hubert Petrasch, herzlich willkommen. Es gäbe dieses Haus nicht, gäbe es nicht Kirche im Weinviertel, gäbe es das Vikariat nicht. Ich freue mich, dass so viele Vikariatsrätinnen heute da sind. Allen voran heiße ich mit allen Vikariatsräten herzlich willkommen, Oberstudienratsprofessor, Diplom-Ingenieur Dr. Ferdinand Faber. Ein Direktor alleine ist nicht viel. Es freut mich, dass ich hinter mir viele, viele Leute weiß, unter anderem fast 1000 Mitglieder unseres, oder mehr als 1000 Mitglieder unseres Vereins, der Freunde und Förderer des Bildungshauses. Das sind wirklich unsere tragende Säule. Alle, die, wenn es um Anliegen geht, dort haben wir auch ein offenes Wort, besonders ein offenes Konto. Ich freue mich und heiße ganz herzlich willkommen unsere Obfrau Cecilia Kaltenböck und mit ihr auch unseren Ehrenobmann Hofer Karl Litschau. Sie wissen, vor ein paar Jahren sind wir hier in diesem Saal, 2010 war es, gestanden und haben den Jakobsweg-Weinviertel eröffnet. Der Jakobsweg-Weinviertel, den gibt es nur, weil wir eine große Unterstützung in Form der Interessensgemeinschaft Jakobsweg-Weinviertel haben. Ich freue mich, dass der ehemalige Präsident des Niederländischen Landtags außer Dienst, Magister Edmund Freibauer, heute mit uns feiert, heißt ihn und seine Gattin herzlich willkommen. Wir sind präsent in der Region, wir sind präsent in Groß-Rußbach. Es freut mich, dass ich heute gehört habe, die Groß-Rußbach, wie sie es auch annehmen, dass dieses Haus ein offenes Haus, ein Haus auch für die Groß-Rußbacher und Groß-Rußbacherinnen ist. Wir dürfen in diesem Kreis das erste Mal ganz herzlich willkommen heißen, den neuen Bürgermeister von Groß-Rußbach und seine neue Vizebürgermeisterin Josef Zimmermann und Magister Meyer.
Jutta Meier ist. Freut mich, dass ich so viele Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenbildung sehe, auch Referentinnen und Referenten. Erlauben Sie mir nur einen. Ich sage immer, er gehört zu den Säulenheiligen unseres Hauses. Er hat auch einen wesentlichen Beitrag für unser Buch geliefert. Ich heiße ihn, seine Gattin und alle Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen. Aber an erster Stelle Dr. Kurt Finger, herzlich willkommen. Es liebt dieses Haus, weil es Menschenverbände gibt, die dieses Haus nutzen, allen voran. Und dafür bin ich sehr dankbar, die katholische Aktion mit ihren Verbänden, Männerbewegung, Frauenbewegung, Arbeiterinnenbewegung, katholische Jungschaft, alle, die hier mit ihren Gruppen und Aktionen, mit ihren Fachtagen und mit ihren verschiedenen Treffen unser Haus lebendig erhalten. Das freut mich, dass der Präsident der katholischen Aktion, der erste Diözese Wien, Manuel, heute da ist. Herzlich willkommen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Es gibt uns nur, weil es Sie gibt. Es gibt uns nur, weil Sie kommen, unser Angebot annehmen, weil Sie Partner und Partnerin des Bildungshauses sind, sei es als Vertreter einer Firma, mit der wir zusammenarbeiten, sei es als Kursgast, sei es als Großrußbacherin, als Referentin, als Mitarbeiterin. Es freut uns, dass Sie heute da sind. Seien Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen. Niederösterreich ist ein weites Land
hat viel Raum, braucht daher viel Geist, um diesen Raum sinnerfüllt zu leben und zu begleiten. Und daher ist es fast logisch, dass es Inseln wie die eure gibt, wo egal was rundum in diesem weiten Land passiert, man sich trifft, begegnet, nachdenkt, zueinander findet, selbst wieder Batterien aufladen kann, sich mit sich selbst, den anderen, mit Gott, seinen Glauben, den Werten, die uns wichtig sind, beschäftigt. Und genau das hat dieses Bildungshaus Groß-Rußbach nun 60 Jahre bestens für unsere Heimatregion, für unser Weltviertel und weit darüber hinaus erfüllt. Herr Präsident, Adi, liebe Abgeordnete zum Landtag, geschätzte Mandatare, Frau Bezirkshauptmann, ja, lieber Matthias, liebe Vertreter und Vertreterinnen des kirchlichen Lebens, liebe Ehren- und Festgäste. Ich kann die Frage oder die ausgedrückte Hoffnung mit einem Ja aus ganzem Herzen und voller Überzeugung beantworten. Ja, ich fühle mich wohl in Groß-Rußbach. Ja, ich bin sogar inzwischen hier zu Hause geworden, seitdem ich Bischofsvikar bin. Wohlgefühlt habe ich mich nämlich auch schon vorher hier. Ja, ich bin wirklich diesem Haus in besonderer Weise verbunden geworden, seit ich vor einem Jahr, am 1. September 2012, das Amt des Bischofsvikars in deiner Nachfolge angetreten habe. In Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich mir überlegt, was habe ich denn hier schon erlebt in diesem Haus? Wie habe ich es kennengelernt? Wie waren so die ersten Begegnungen? Freilich, sie verschwinden so im Dunst der Erinnerung, aber ich muss gestehen, ich bin ja hier in einer Minderheit, vielleicht mit Ihnen. Ich bin kein Weinviertler, von meiner Herkunft her. Inzwischen bin ich einer geboren. Aber ich bin nicht im Weinviertel aufgewachsen. Ich bin in Wien aufgewachsen, war in Wien im Priesterseminar, war in Wien Kaplan. Wann war ich eigentlich das erste Mal hier in Groß-Rußbach? Vor der Zeit, als es mich in den Norden verschlagen hat, in meinem dritten Priesterjahr, als ich dann nach Großmugel, Herzog Birbaum und Stockerau als Wohnort kam. Ich nehme an, das erste Mal war ich hier nach dem Priesterseminar. Das heißt, entweder in meinem Diakonenjahr, aber vermutlich erst als junger Priester für die sogenannten Triennalkurse. Da habe ich eine deutliche Erinnerung. Das sind Kurse, die 3 Jahre lang, deshalb der Name Triennalkurse, am Anfang des Priesterlebens stehen und so Praxisbegleitung bieten sollen. Da weiß ich, da war ich in Groß-Rußbach. Ja, damals haben wir so die katholische Welt entdeckt, als Priesterseminaristen und als angehende Priester, und dazu gehörten auch die Bildungshäuser und wie man zu denen hinkommt und wie das dort üblich ist, und ja, ganze Welt gab es zu entdecken. Dann kam ich, wie gesagt, ins Weinviertel, wurde tätig in den Pfarren Großmuggel und Herzog Birbaum, zuerst als Kaplan, dann als Pfarrer. Und naja, da war es schon klar, man fährt nach Groß-Rußbach für die Konferenz der Religionslehrer, für die Inspektionskonferenz, für Weiterbildungsveranstaltungen, für Veranstaltungen des Vikariates, sogar für den Priestertag mit dem Herrn Kardinal. Gewachsen am Miteinander in froher Runde, wie bei diesen Anlässen. Ich habe mir dann erlaubt, als ich das Vikariat gewechselt habe und Pfarrer in Baden wurde, dem dortigen Pfarrgemeinderat auch Groß-Rußbach vorzuschlagen als Ort für die Pfarrgemeinderatsklausur. Wir sind auch tatsächlich hierher gefahren und es war wieder ein Erfolg. Und also auch im Süden ist Groß-Rußbach nicht nur gut bekannt, sondern auch beliebt. Ich merke immer wieder Pfarrer, die auch vom Süden und vom Stadtvikariat gerne hierher kommen. Ja, und dann, Sie kennen selbst die Veranstaltungen über Nah und Fern, das heißt die Weinviertelakademie, interne
Weiterbildungsangebote oder das, was sich an wen auch immer richtet, der gerne hierher kommt. Auch Großveranstaltungen haben wir hier erlebt, wirklich bis an die Grenze der Kapazität, 700 Pfarrgemeinderäte an einem Tag versammelt und verköstigt. Das Wetter hat mitgespielt, aber ich bewundere da jedes Mal das Bildungshaus, wenn es sich über so etwas drüber traut, und habe größte Hochachtung vor allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Herrn Direktor. Ja, und dann, als ich Bischof wurde 2008, hat es auch nicht lange gedauert, bis ich wieder hier war als Bischof. Im Herbst 2008 hat die Österreichische Bischofskonferenz hier ihre Vollversammlung abgehalten, und auch dafür steht das Bildungshaus Groß-Rosbach zur Verfügung für die Kirche von Österreich. Wie man es dreht und wendet, Groß-Rosbach ist attraktiv. Ich freue mich darüber, bin dankbar dafür, hier auch einen Wohnort und eine Heimat zu haben, bin dankbar dafür, hier gerne herzukommen, hier frohe Stunden, arbeitsreiche Stunden, manchmal auch ernste Stunden zu erleben. Bin dankbar für die Kapelle, die so etwas ist wie die Kraftkammer im Haus und der Ort der Begegnung mit dem Herrn. Und ich wünsche und erbitte uns allen Gottes reichen Segen für dieses Haus und ad multos annos. Am 25. Oktober, genau vor 60 Jahren, wir haben es schon gehört, wurde das Bildungshaus Schloss Groß-Rosbach durch Kardinal Dr. Beata Illitzer durch eine feierliche Segnung eröffnet. Eine lange, abwechslungsreiche und erfolgreiche Geschichte steckt dahinter. In einem Buch, das ich euch heute vorstellen darf, wird diese lange Geschichte ausführlich, interessant und auch detailliert dargestellt. Der Titel des Buches lautet Dem Geist Raum geben. Das sind zuerst einmal die Grußworte jener Personen, die mit diesem Haus verbunden sind. Unser Erzbischof, Kardinal Dr. Christoph Schönberg, er ist der Eigentümer dieses Hauses. Es ist das einzige Haus der Erzdiözese Wien als Bildungshaus. Es ist die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Dr. Claudia Schmidt, zuständig für die Bildungsagenten in Österreich, aller Bildungsagenten. Daher auch ihr Vorwort in dem Buch. Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll, ein Mitglied auch unseres Vereines, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bildungseinrichtungen im Land Niederösterreich hat. Magister Robert Petrasch, der heute auch bei uns ist, als Vorsitzender der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs. In weiteren vier Einheiten beschäftigt sich das Buch dann mit dem ersten Thema der Bildung, Geschichte geben, und der Rektor hat das schon angedeutet, und das reicht in die Jahrhunderte zurück, wenn wir das Gebäude anschauen. In einem zweiten großen Teil, Dr. Kurt Finger, was heißt dem Haus, dem Geist Raum geben, und zwar konkret Raum geben. In einem dritten Teil die inhaltlichen Schwerpunkte der Bildungsarbeit unseres Hauses, ich möchte dann einige Bilder dazu zeigen, und in einem vierten Teil, der sehr abwechslungsreich und köstlich ist, erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten, und der Abschluss, und so ein Buch muss das auch sein, sind einige Zahlenspiele inklusive einer interessanten Zeittafel, beginnend mit dem Jahr 1050. Gleich haben Sie es geschafft. Es bleibt mir jetzt am Ende nur mehr Danke zu sagen. Danke zu sagen für Ihr Kommen, danke zu sagen, dass Sie da sind, danke zu sagen besonders ein paar Menschen, erlauben Sie mir das jetzt ganz persönlich. Danke zu sagen heute mit einem besonderen Geschenk, danke unserem Verein, dass der das finanziert, und erlauben Sie mir, dass ich als erster unserer Vereinsobfrau und unserem Ehrenobmann danke sage, dass er das ermöglicht hat, vorfinanziert hat, und wenn Sie es eifrig kaufen, füllt sich das Konto des Vereins.
Matthias Roch, schaut jetzt mir erst mal bei Herrn Nabur geben, aber er hatte einen Co-Autor gehabt oder einen, der einen wesentlichen Teil auch dazu beigetragen hat. Danke, lieber Kurt Finger, für deinen großen wertvollen Beitrag. Für Ihre Worte, für das gemeinsame Feiern. Wir freuen uns, dass Sie sich wohlfühlen bei uns. Die meisten werden Sie kennen, die, sage ich, junge, hübsche Dame, kann man das, darf man heute sagen. Unsere Wirtschaftsleiterin, die Frau Behnold, ohne Sie. Danke, Herr Landesrat, danke für deine Unterstützung. Wir freuen uns, dass wir demnächst, wir haben jetzt einen Gratulationsbrief aufgemacht, wir freuen uns, dass wir demnächst vom Land Niederösterreich einen Anerkennungspreis der Kulturpreise des Landes bekommen. Wir freuen uns, dass wir nach St. Pölten fahren dürfen für unsere Arbeit im Büchereiwesen, für den Bücherbus. Danke für die großartige Unterstützung. Danke, lieber Rudi, dass du gekommen bist, dass du den Weg nicht gescheut hast. Ein Fahrer nimmer zurück, der genießt den Weinviertler Wein. Auch wenn er selber, das darf ich an dieser Stelle sagen, ich glaube, der einzige Kärntner Weinbauer ist. Und die 50 Groschen, die dort wachsen, brütet bis seinen Augapfel. Aber manchmal dürfen Weine genießen. Im Weinviertel gibt es ein bisschen mehr Wein, es ist viel da. Er und Sie alle dürfen dann auch viel genießen davon. Danke. Jetzt erlauben Sie mir, dass ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanke. Die stehen jetzt da hinten. Wir haben uns überlegt, wir wollen Ihnen ein kleines Dankeschön auch geben. Es war ein aufregendes Fotoshooting. Alle haben sie ganz, also es war wirklich für uns auch eine schöne Zeit, diese Stunde am Vormittag, wo alle da sind. Es kommt ja ganz selten vor, dass wirklich alle miteinander, die sonst in unterschiedlichen Bereichen im Haus arbeiten, an einem Fleck beieinander sind. Aber es ist ein tolles Team. Ich sage dem ganzen Team Danke und bitte euch auch herzlich.
den Fan drucken will. Oder? Schaffen wir das? Speisezelle, wo wir zusammen sitzen, wenn es etwas später wird, ich weiß nicht, wie lange der Herr Weibisch schon vor der Zeit hat, können wir ja noch ins Kellerstuhl gehen. Ansonsten sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie heute da sind, dass Sie unser Gast sind. Nehmen Sie das Buch mit, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie den Verein. Damit kann ich immer, kann ich so ein Rollab brauchen, anders. Sie haben ein offenes Ohr, wie schon gesagt, ein offenes Konto. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke dem Chor Erdklang und der Bereitung. Nehmen Sie als kleines Präsent, hinten sollten einige so Körbchen stehen. Ein Bildungshauskeks gebacken von unserer Küche, verpackt von unserem umweltfreundlichen Umweltbildungsfonds. Entschuldigung, Markus, aber das muss man jetzt noch erwähnen: EMAS, Umweltmanagement im Haus hast. Die Sachen sind so umweltfreundlich, ich habe auch noch in einem Kurs, die können Sie fast essen. Bitte tun Sie es nicht, der Kurskost hat mir am nächsten Tag angerufen, er hat es probiert. Sie sind kompostierfreundlich, Sie werden wieder. Aber nehmen Sie einen Gruß mit nach Hause, es sollte genug für alle da sein. Genießen Sie den Abend. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen.